Die Diskussion gab es sicherlich auch schon oft, warum eigentlich Meteonica und nicht Meteonica? Die Diskussion gab es tatsächlich noch nie, glaube ich. Oder nicht oft. Keine Ahnung. Das habe ich halt damals zum ersten Mal so gesagt. Und jetzt sage ich es halt einfach immer noch so. Also mit damals meine ich vor, keine Ahnung, 15 Jahren oder so. Sagen ja auch Fliff und nicht Fliff. Gut, die Diskussion mit Fliff ist aber nicht, spricht mir jetzt Y, I oder Y? Also das ist ja eine andere Diskussion. Also jetzt sagst du ja quasi, spricht man das Y, also spricht man es Englisch aus oder halt Deutsch quasi? Also Du I oder meinst Y? Fliff? Da spricht man doch nicht Fliff aus, du Vollidiot. Das Und bei heißt Fliff. Fliff? Fly for fun. Fliff. Ist doch ganz einfach. Das kann sich doch jeder merken. Und bei Fliff ist ja nicht die Diskussion, wie spricht man das Y aus oder spricht man das Englisch oder Deutsch aus, sondern es ist definitiv Englisch, weil Fliff ist die Abkürzung von Fly for Fun. Warum solltest du dann plötzlich das Fly Fliff aussprechen? Das ist ja eine ganz andere Argumentation dahinter. Weil das Fly in Fliff ist das Wort Fly. Und das Wort Fly spricht man Fly aus und nicht Fliff. Und bei Meteonica hast du diese Diskussion nicht. Bei Meteonica ist einfach, sprichst du das Deutsch oder Englisch aus im Endeffekt. Beziehungsweise sagst du halt I, Y, oder halt Y auf Englisch. Also sagst du es auf Englisch oder auf Deutsch? Meteonica oder Medioniker? Aber allein schon deswegen, Meteonica spricht sich leichter, finde ich. Und wie gesagt, als Kind habe ich es halt einfach falsch gesagt. Falls es falsch ist, ich weiß nicht, ist es falsch? I don't know. Probably. Aber da hat mich tatsächlich noch fast nie jemand darauf hingewiesen. Also sprechen es entweder die meisten Leute auch so aus oder ist es ihnen einfach egal. I don't know. Wäre toll, wenn mal ein neues Schmuckset kommt. Es gibt doch noch gar keins. Ah, ich weiß nicht. Ich glaube, mit Schmucksets warten sie noch. Piccolo sagt tatsächlich Meteor-Nike, wenn du es so siehst, Patrick. Wenn das deine Herleitung ist, dann. Und da kommt Andrew Tate durch den Monitor. Der letzte Titel ist einfach Top G. Der letzte Titel ist Top G. 10 Millionen Duellpunkte in Fliff Universe und du wirst zum Top G. Damn, das ist cringe. Da wüsste man auf jeden Fall, dass die Übersetzer Andrew Tate Fanboys sind. Harry Potter Teil 1 ein Jahr lang jeden Abend zum Einschlafen laufen gehabt. Okay. Das ist total normal. Nichts Ungewöhnliches hier. Mittwoch halt. Oh. Weiß genau, was du meinst. Das ist die Mitte der Woche. Der Tag, der nach Dienstag kommt und der Tag, der vor Donnerstag kommt. Das meint er damit. Easy. Easy durchschaut, was er meint. Werden hier gerade Drogen verkauft? Is there a drug deal going on? Das Handeln in dem Game ist so schlecht, das ist echt unfassbar. In Fliff PC, wenn du angegriffen wirst von einem Monster, ist einfach egal, du kannst einfach trotzdem handeln. Warum sollte mir das auch jucken? Ich meine, wenn ich von einem Monster angegriffen werde, dann weiß ich doch selber, ob ich da handeln kann oder nicht. Das ist doch meine Entscheidung. Wenn es mich umbringt, ist ja mein Problem.
Es hat nicht das Spiel für mich zu entscheiden, ob dann der Handel abgebrochen wird. Das ist meine Entscheidung. Nicht die vom Spiel. So dumm einfach. Ich meine, so Hale's Cloak, das ist kein Event, das ist permanent. Das ist ein permanentes Easter Egg im Game. Und die Quest ist für Level 1. Wer klar fand ich besser wegen Extra Damage, wegen Erfolgen? Sir. Gucken Sie sich bitte meine Erfolge an. Was reden Sie da? Ich habe alles auf Level 5. Sogar Clockworks. Mein Neid ist der Giga-Chat. Ciao, ich war sogar schon bei Mammuts. Ciao, ich habe sogar schon Mammut auf Level 3. Mit dem Neid schon bei Mammut gelevelt. Außer Albert. Ja, gut. Hey, let's go. So geil, machst 2 STA und kriegst einfach 200 Leben dafür. Gebufft.